Ja, liebe Leute, herzlich willkommen in unserem Werkstatt-Vlog, denn wir, der Max und ich, wir stehen hier in unserer schönen neuen Werkstatt, die wir gerade umbauen und auch schon umgebaut haben und viel Arbeit reingeflossen in den letzten Wochen. Und deshalb haben wir gedacht, wir nehmen das mal alles auf, was wir so machen. Und machen da Videos raus. Genau. Und das Ganze werden wir euch zeigen in einem Werkstatt-Vlog. In einzelnen Episoden, wo wir euch immer zeigen, zum Beispiel, wie wir die Schränke hier gebaut haben, die Werkbänke, die ganzen Holzvertäfelungen, die ganzen Materialien bearbeitet, auch das Schätzchen, wo wir hier dran stehen, haben wir alle selbst gebaut. Ja, richtig. Es folgt noch einiges, es fehlt noch ein Ofen. Beleuchtung können wir euch mal zeigen, wie wir das gemacht haben. Wir haben die ganze Elektrik hier neu gemacht, denn regelmäßige Zuschauer wissen das ja bereits auch aus unseren News. Das war ja hier mal eine alte Fahrrad- und Motorradwerkstatt aus den 20er Jahren. Und unser Ziel war es, so ein bisschen die Patina und das Flair dieser Werkstatt zu bewahren. Ja, wir haben jetzt zwar was Neues geschaffen, aber wir wollten das halt immer noch so aussehen lassen, als wenn das auch schon wieder ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Und in dieser ersten Folge zeigen wir euch, wie wir hier eine Wand in der Werkstatt mit antikem Klinker verblenden. Max, erzähl doch mal, woher kam die Idee? Ja, ich glaube, die grundsätzliche Idee kam von dir aus. Du wolltest unbedingt halt so eine Klinkerwand haben. Wir haben anfangs immer gedacht, der Putz, der hier an den Wänden ist, vielleicht verbirgt sich dahinter ja so ein alter Klinker. Das wäre der Idealfall gewesen, was leider nicht so war. Und dementsprechend haben wir jetzt einfach nachgeholfen, mussten halt jetzt selber eine neue Wand sozusagen hochziehen. Der Grund, warum ich das haben wollte, war einfach, dass ich finde, das atmet dann so einen richtig schönen Flair. Ja, auf jeden Fall. Es wirkt irgendwie authentisch, einfach auch cool. Und ich habe mir auch überlegt, ob man eventuell neue Klinker nimmt, die dann so auf alt gemacht sind. Aber da habe ich mich auf der Nordbau mal informiert. Die werden dann teilweise wie in so eine Waschtrommel gepackt, nachdem die gebrannt sind. Und dann laufen die da so rum, damit die so Abplatzer kriegen und so. Aber irgendwie, du siehst es, das ist nicht komplett dasselbe. Und da bin ich auf die Suche gegangen. Es gibt tatsächlich einige Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, Altbauten bei dem Rückbau oder beim Abbruch die Baustoffe zu bewahren und ja, dann zu verkaufen. Das ist ein eigener Markt, ne? Das ist ein eigener Markt und ich habe mich auch erstmal warm angezogen, was die Preise anbelangt, denn für so einen Klinkerstein waren wir über einen Euro. Euro 10. Euro 10, genau. Also dafür kriegst du auch schon neue Klinker, ne? Auf jeden Fall. Und das ist wohl alter Reichsklinker, der dürfte also schon, denke ich mal, um die 100 Jahre auf dem Buckel haben. Die haben ein Längenmaß, was es heute so gar nicht mehr gibt, ne? Längenmaß sind ja auf 25 cm, so circa Pi mal Daumen, jetzt mal wirklich gesagt. Und, aber heute rechnet man ja viel mit dem Achtelmeter und deswegen ist halt dieses alte Reichsmaß rausgeflogen und hat sich jetzt auch alles auf das Achtelmeter-System halt übertragen, sodass halt auch der Mauer keine Probleme hat, der Fensterbauer keine Probleme, das ist alles immer auf das Achtelmeter-System runtergebrochen und da passt das Längenmaß von 25 cm nicht mehr rein. Deswegen sieht man auch als Laie so ein bisschen vom Gefühl bei so einer Wand, dass das irgendwie anders ist als heute. Mhm. Wenn ihr sowas sucht, ich verlinke mal gerade in der Beschreibung Adressen, wo ich was gefunden habe. Letztendlich haben wir das uns anliefern lassen mit dem LKW. Es war bei uns nicht gerade um die Ecke und das ist ja auch schwer, das Zeug. Mhm. Da kannst du auch nicht mal mit dem Anhänger eben hinfahren, wenn du so viel Klinker hier brauchst, ne? Erste Hürde war also genommen. Wir hatten hier den Klinker stehen auf Paletten. Und mein erster Gedanke war so, wie, das soll immer schön aussehen, weil ich fand, das sah auf der Palette erstmal relativ schäbig aus. Ja, alle Steine waren verschmutzt und verstaubt und konnte man sich das auch nicht richtig vorstellen. Genau, also ich konnte es mir echt nicht vorstellen. Ich war erstmal so ein bisschen geschockt und dachte, ich hätte jetzt irgendwie das viele Geld in Sand gesetzt. Und da du als Tischler jetzt vom Mauern nicht so viel Ahnung hast, ich auch nicht so, habe ich euch in den News gefragt, ob uns jemand unterstützen könnte. Ja. Und da haben sich einige gemeldet, unter anderem der Timo. Und der Timo, Grüße gehen raus an dich, hat uns hier zwei Wochenenden tatkräftig unterstützt. Dann ging es halt los. Genau, wir haben uns erstmal den Untergrund angeguckt und haben erstmal so ein paar Testbohrungen gemacht, ob der Untergrund auch wirklich stabil genug ist, weil ist ja wirklich fast eine Tonne, die jetzt da drauf steht. Passte alles super und dann sind wir halt angefangen mit den Vorarbeiten. Haben wir erstmal so eine Holzkonstruktion gebaut, wo wir dann halt auch immer wieder die Mauerschnur hochschieben konnten, sodass wir halt auch immer oft auf dem gleichen Niveau sind, also auch immer in Waage sind und dass halt auch die Mauer nicht nach vorne kippt, sondern halt auch immer in einer Flucht sind. Das haben wir als erstes gemacht, wo die ganze Konstruktion dann stand. Dann sind wir halt erst angefangen mit den ersten Steinen zu legen und dann halt immer Reihe für Reihe. Aber ein Stein macht ja noch keine Mauer, du brauchst natürlich auch noch Materialien, ne? Was haben wir, Einkaufsliste? Wir brauchten Mauersand, wir brauchten Zement und Kalk
Und Wasser. Und dann hatten wir natürlich die Option, entweder schön mit der Schippe durchmischen im Speisfass. Oder ich hatte überlegt, mir einen Betonmischer zu leihen oder auch zu kaufen. Und dann dachte ich, für die kleinen Mengen nehmen wir einfach mal so ein Rührgerät. Das war ein relativ billiges Gerät. Verlinke ich euch mal unten in der Beschreibung. Hat sich bei uns bewährt. Auf jeden Fall, war gut. Und Speis ist ja quasi das Endergebnis von Kalk, Zement, Sand und Wasser. Und Wasser. Und ein bisschen Bier. Da sind doch unsere Kannen drin, Junge, das kannst du doch nicht machen. Mann, Mann, Mann. Die Trommel ist zum Kühlen da. Und viel Liebe. Und viel Liebe. In welchem Verhältnis? 3:1 haben wir das gemacht. Also 3 Schippen Sand, 1 Schippe Zement, 1 Schippe Kalk. Dann hat Timo noch gesagt, ja komm, mach noch eine halbe Schippe Kalk rein. Also irgendwie hat er mir das Verhältnis wo beigebracht. Aber er hat mir dennoch direkt beigebracht, okay, du musst noch ein bisschen pfuschen. Ein bisschen pfuschen. Das war auch so eine Tagesstimmung, ne? Nein, aber das Verhältnis ist 3:1. Je nachdem musst du halt anpassen. Gerade wenn du halt viel mit Wasser rumsaust, ja, das zieht halt das ganze Feld schon wieder raus. Ne? Da muss man da vielleicht nachhelfen. Dann haben wir angefangen, die Mauer hochzuziehen und irgendwann haben wir gesagt, lass uns mal einen Anker setzen. Ne? Also nicht vor Anker gehen, sondern du musst ja gucken, du kannst nicht die Mauer einfach an der Wand hochziehen, ohne eine Verankerung in der bestehenden Wand, sonst kann dir das Ding mal irgendwann umkippen. Ja. Wäre schade, gerade wenn du hier mal einen schönen Werkzeugtest drehst. Warum? Ist ja Max weg, ne? Wäre schade. Also ich sag mal, wäre noch zu früh. Ne? Ja, ach so. Okay. Ja, Maueranker heißt, was habt ihr gemacht? Wir halt immer einen Abstand, glaube ich, jetzt immer so, also in Höhe war es immer so ein halber Meter Abstand. Und dann halt von der Breite her auch mal so 30, 40 Zentimeter, kommt auf einen Zentimeter nicht drauf an. Und dann hat er einfach mal mit Sechser Dübel, also mit einem Sechser vorgebohrt, dann einfach Dübel rein, den Anker rein. Dann hat er den Anker halt immer umgebogen, dann runtergeschlagen, sodass er dann halt auch wirklich in dem Steinbereich nachher drin liegt, hier der Anker. Und dann ist es einfach mit der nächsten Schicht, wo dann halt der Speis rein, der nächste Stein. Und somit war halt auch der Anker dann halt eingebaut, verarbeitet. Dann sieht man hier an der einen Klinker so ein bisschen hier noch Spuren von einem Winkelschleifer. Wir mussten uns natürlich dann auch die Steine teilweise auf Format schneiden. Ja. 230er Winkelschleifer am Start. Leider hatten wir noch kein Akkugerät. Nee. Da hat es dann das gute kabelgebundene Utensil getan. Und natürlich eine Diamantsteibe für Steine, zum Steine trennen. Staub wie Hulle. Auf jeden Fall. Sogar der Rauchmelder angegangen. Alarm! Alarm! Und letztendlich haben wir rund 2 Tage gebraucht für das ganze Projekt. Ja. Finde ich noch überschaubar. Thema Verfugen. Du könntest natürlich jetzt diese Wand komplett verfugen, wirklich ganz glatt. Haben wir aber nicht gemacht. Wir haben die im Prinzip mehr so rough tough. Ja. Einfach die Fugen so ein bisschen geglättet, aber haben das nicht komplett ausgefugt, damit es auch noch rustikaler aussieht. Genau, klar. Damit auch so ein bisschen Kontrast auch noch da ist und ein bisschen tiefer auch noch da ist. Ne? Ja, anschließend bin ich nochmal hingegangen, habe dann jeden Stein nochmal abgebürstet, sodass auch der ganze grobe Dreck und Staub einfach nochmal runter ist. Hm. Keine Messingbürste, das ist eine Edelstahlbürste hier. Ja, Messingbürste, also du brauchst schon ein bisschen Abtrag. Ne? Ja. Ich hätte ja gedacht, du brauchst für das Abbürsten so nochmal 2 Tage, aber du meinst, es wäre relativ fix gegangen, ne? Das ist wirklich, kannst ja nachgucken, ist wirklich fix gelaufen. Hast du das aufgenommen? Ja, die Timelapse, ja, das ist auch gefilmt. Auch so? Ja. Wir haben ja komplett einen Zeitraffer gemacht. Ja. Nennen wir euch mal gerade ein, wie der Max hier schön am Rumbürsten ist.